Manbat 98, die Fahrstuhlmucke, glaube ich, die kommt erstmal als erstes, wenn Sascha wieder da ist. Und dann geht die Verkaufsshow wieder los, meine lieben Leute. Kaufen, kaufen, kaufen. Hier bei LPLS, QVZ, was weiß ich. Home Shopping 24 mit Sascha. Deine jetzt auch nicht mehr, also deine Stimme jetzt wird es auch nicht mehr? Okay. Wen kannst du nicht mehr hören, Anna? Ja, Consumer und René haben sich gerade gemutet. Die wollen nicht gehört werden. Wie die Salafisten hier, ihr beiden. Nur noch ich werde gehört. Die anderen habt euch alle stumm gestellt. Ja, soll ich hier den Alleinunterhalter spielen? Okay. Jo, dann mache ich hier den Alleinunterhalter. Weißt du, ganz ehrlich, wie lange geht das schon? Die Leute denken, ich führe hier scheiß Selbstgespräche. Ich habe nicht mal alle Latten am Zaun. Du hast die Musik beim Duschen gesummt. Ja, da wünsche ich alles Gute, dass du den Abend noch überstehst mit der Mucke. Ja gut, die Leute wissen, dass ich einen an der Waffel habe. Das wissen sie schon seit dem The Crew Stream. Du hast nichts gegen meine Stimme. Okay, gut. Anna, sei froh, dass du die anderen nicht mehr hörst. Sei froh. Meine Fresse. Da gib mir's Leib und die klappt es ja nicht. Wolltest Banane schreiben, wenn sie SMS ja. Ey, Konsum, halt die Fresse! Du hast mir das Bild geschickt, du hast mir das Bild geschickt und jedem anderen. Sobald du vorbeikommst, jo klar, dann lasse ich ihn bis dahin zu. Dann können wir den zusammen trinken. Ich glaube, es wäre besser, wenn nur ich und Sascha im Stream gehört werden. Ich glaube. Das ist. Oder Sascha und ich. Ich Wunderschönen will ja kein Esel sein. guten Tag zusammen. Ich bin gerade am Suchen, ob ich Einen noch. Nee, wunderschönen ACDC werde ich jetzt hier nicht schmettern. guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Let's Hey, Play Live Show zum Sascha. 24-Stunden-Stream. Willkommen zurück. Prost zusammen. Ja, ein wenig. 20 Minuten, wenn Wir es dachten hochkommt. schon, du bist auf dem Klo eingepennt. Nö. Nö. Ja. Und ich habe den Alleinunterhalter gespielt. Ich dachte, was geht? Okay. Okay. Ja, Manbat, ich habe ACDC gesagt. ACDC for life hier, ne? Die Fahrstuhlmucke geht los. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit LPLS 24-Stunden-Marathon mit Flexi. Das Giveaway des nächsten Teils dieser Sendung ist ein angebrochener Fünferpack Pickup. Weiße Schokolade in knackigen Keine Keks. Schleichwerbung. Okay. Einen wunderschönen guten Tag Oder zusammen. Anfang Herzlich von einem willkommen zur YouTube-Video. Let's Play Live Show. Fahrstuhlmucke über ACDC. Oh. Okay, obwohl so manche ACDC-Sachen wären in einem aufgetunten Fahrstuhl schon geil, weißt du? In 3 Sekunden 30 Sto in 30 Sekunden 30 Stockwerke? Ja, Mehr oder Power! in dem Fahrstuhl. Highway to Hell. Und dann geht Ja. der Fahrstuhl. Highway to Hell. Wie gesagt. Ja. So, noch 5 Stunden, Kinders. Prost zusammen. Prösterchen. Ich glaube, ich bestelle mir heute noch eine Pizza, wenn ich das hier Schön. durchhalte. Genau. So. Ja.
An genau den Song habe ich gerade gedacht. Back in Black im Fahrstuhl. Blecken Decker, Blecken Decker, Blecken Decker, Blecken Decker. Ja, stimmt auch wieder. Ist recht. Also darf ich hier auch nichts von Seidebacher erwähnen. Are you happy, Mr. Park? Seidebacher! Du kannst aber für dich Werbung machen, Daniel. Hört dich doch ein bisschen an. Du bist Single, du suchst jemanden. Ja. Ich soll für mich Werbung machen, René. Hallo okay. Justin, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zu den letzten 5 Stunden des Marathons. Wir gehen stark auf Finale zu. Ey, ganz ehrlich, René, der Titel zu meinem Leben: Jungfrau männlich 40 sucht. Ja. Da. When I was a boy, my mother sent to me. Get married. Na, 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 na. Kommt ein Daniel gegen. Oh, you can stop this. In der Hand. Ja, damit sie ihm im Fight nicht runterrutschen, weißt du? Oh Mann. Ja. Consumer sagt gerade, der eine Bulle hat die Hose bis zum Bauchnabel hochgezogen. You're finished, Mr. Whale Park. Ja, gell, Daniel. Böse von dir. Du Petze, du. Ja, da, Luciana war gerade noch. War gerade. Quich. Oh, besten. Weiß nicht, dass das erinnert mich an den letzten Anime, den ich geguckt habe. Schon gestorben? Nein. Oh Gott, René. Anders, guten Appetit nachträglich. Gerade ist angefangen. Das überhaupt, kann man das sagen? Hands are gonna see him. Mr. Whalen Park. Software Engineering with the Level 3 Security. René, dich hört man wieder im Ding, ne? Im Stream. Plum plum. In deinen Augen ist kein Blut mehr, okay. Plum plum. Konsumer fallen gleich die Augen raus. Ich bin dein Vater. Ach Gott. Oh Mann, ey. Dieser la, la, Stuhl, Sascha, la, 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 die beste la, la. Entscheidung ever. Ja, ich weiß. Ich liebe ihn auch. Oh. Also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann muss ich mit Cats dem Musical anfangen. Ist das klar? Nein. Da fängt jetzt keiner an zu singen. Lass das Singen sein. So funny. Hallo. Hallo. Hört auf zu singen. Ich mache. Hallo. Komm, tut dem Sascha den Gefallen. So. Danke. Schon meine Ohren, bitte. Ich bin gleich wieder da, ne? Alter, 22, da. 22 Parts alleine für die 10 Stunden von Resident Evil. Da muss erstmal alle runterladen. Und das ist nur Resident Evil. Ja. Download speichern, ja, möchte ich. Download speichern, ja, möchte ich. Speichern, ja, möchte ich. Kann ich ja währenddessen schon mal runterladen. La 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 la.
Lalalala. Lalalala. Gott, du bist fertig aus. Ich weiß. Nee, ich hab dich auch lieb. So. Aber so siehst du eigentlich immer aus, wenn ich mal so denke. So. Everybody is Kung Fu Fighting. So, aber jetzt, wie gesagt, Ruhe jetzt hier, jetzt auf zum großen Finale. Mach die scheiß Tür auf. Hallo? Nö, keine Zeit. Geh weg. Lalala. Mahlzeit, voll ins Ohr, danke. Das muss einfach raus. Und so viel zum Thema Niveau. Ja. Wollen wir das lecker essen? Everybody is Kung Fu Fighting. So. Da. Ich habe mir einen Joghurt geholt. Nicht wundern, wenn es jetzt knistert, ne? So. Der riecht gut. Da hat sich irgendwie so eine komische Schicht oben gebildet. Oh, Flixi, du siehst fertig aus. Tschakka, nicht mehr lange. Sagen wir es mal so, es ist immer schön, was für Formen und Farben entstehen, wenn ich ein Glas Milch in meinem Zimmer vergesse. Und wie ich das anschließend noch trinke. Nee, das ist ja ein Daniel. Joghurt. Mutprobe, Mutprobe, trink es, trink es. Also vorgestern habe ich ein Glas Malibu mit Cola gefunden. Das war, da war grün ein bisschen und sehr blumig. Gestern eine Schüssel Cornflakes von, die war, das ist ein bisschen her. Ich weiß nicht, wann ich einkaufen war. Das war weiß und sehr, sehr, sehr fein gestreut. Hey, ich führe da Buch. Das braucht ihr nicht wissen. Ich habe hier einen Ordner stehen. Das braucht ihr nicht glauben, dass ich da nicht sehr penibel bin. Du siehst an mich, wenn ich dich mal besuche, nicht von dir zu essen annehmen. Ja, wer weiß, was der hat. Ja. Ein Cheeseburger flog, macht die Socken schon klar auf. Hier liegt nur seit 5 Wochen da drin. Ist noch gut. Ja, der lag immer in der Schublade seit 4 Wochen. Leute, das war ein Witz. Huch. Und was sich reimt, ist gut. Vielleicht schläft demnächst ein, ich sehe schon kommen. Nein, also einschlafen tut Hey, nicht. kennst du nicht das Nein, Zitat den von Fleck halt mal Pumuckl? schon wach. Ich brauche ein bisschen. Bitte nicht singen, am besten ein bisschen Ruhe. Nicht so. Ich auch nicht. Mach dir keinen Kopf, Konsumer. Nee, ich auch nicht. Ich wäre so nach dem Motto, er haut sich keine Koffeintabletten oder so rein. Oder Speed. Oh, zieh ein bisschen fest, dann bist du hellwach. Wer schreibt mir denn jetzt eine Nachricht?
Ach ja, der Ami, den ich bei The Crew kennengelernt habe. Was will der denn? Ja, der hat mich letztens zu Watch Dogs eingeladen, weißt du? Das habe ich zwar schon vor ein paar Monaten verkauft, aber was soll's? Hey! Ich kriege auch manchmal Spieleinladungen, obwohl ich die Spiele gar nicht habe. Habe ich manchmal auch. Naja, das ist immer das Lustigste. Was hat der mir denn für eine Nachricht geschrieben? Kann ich das mal sehen? Call of Ach, Duty der hat mich in eine Gruppe Warfare eingeladen kriegt und GTA Online geschrieben. Och Mann, nein. Ich mag nicht. Ich rede ja sehr gerne mit. Das hört sich jetzt blöd an mit Ausländern, aber ich rede sehr gerne mit irgendwelchen Leuten auf Englisch. Ich finde das einfach toll, mit Dänen, Schweden, Amerikanern, Engländern, was weiß ich, zu reden, aber. Die sollten dann. Die sollten dann mindestens Alter von 16 haben und keine Shooter-Kings sein. Um mal in Grons Worten von der Front zu berichten. Das bin ich ja gewohnt, dass mir keiner zuhört, Konsumer.